Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wieder live von der Fixkraft Homepage www.team-fixkraft.at und hier nun die Jüngste im Team mit 16 Jahren, Bettina Heiden aus Bayern. Bettina, stell dich mal ganz kurz vor, wo kommst du her, welche Pferde reitest du, wer ist dein Trainer? Also ich komme von Bayern, in der Nähe von Passau. Ich habe eigentlich zwei gute Pferde und ein paar junge Nachwuchspferde. Meine besten Pferde sind Chanel und Peter Pan. Ja, und wer trainiert dich? Im Moment habe ich leider keinen festen Trainer. Ich trainiere ja hin und wieder beim Pascal Brunner, aber im Moment leider keinen festen. Aber du hast schon zahlreiche Top-Erfolge feiern können. Immer wieder lest man auf den Ergebnislisten Bettina Heiden. Wer steht eigentlich da hinter dem Erfolg von Bettina Heiden? Wer ist der große Förderer? Also fördern tun mich hauptsächlich meine Eltern. Ich hatte aber auch sehr gute Trainer, die bei uns auf der Anlage waren und die mir sehr viel weitergeholfen haben, von denen ich viel gelernt habe. Ja, jetzt hast du hier auch die Chance, dich zu beweisen im neuen Fixkraft-Team mit Top-Leuten wie einem Stefan Eder, einem Marcel Neukirch oder einem Bernd Hofbauer an der Spitze. Was bewegt das für einen jungen Reiter, Mitglied zu sein in einem Fixkraft-Team? Also es sind große Vorbilder auch mit in meinem Team dabei, die ja, da wo ich einen weiten Weg dorthin habe, aber ja, vielleicht kann ich ein bisschen mithalten. Und wie ist dazu gekommen, dass die Bettina Heiden ins Fixkraft-Team berufen wurde? Also wir führen schon sehr lange Fixkraft und dann hat mich der Herr Wim Eder und der Herr Wagner angesprochen, ob ich da gerne teilnehmen möchte und ja, es ist eigentlich dazu gekommen. Und diesmal stolz als junger Reiter mit dem neuen Fixkraft-Outfit, der von Equaline gestellt wurde, hier sich zu präsentieren am Turnier. Reitet man hier mit diesem Outfit mit Stolz? Ja, schon. Also wenn man da sieht, dass halt auch bessere Reiter wie halt Stefan Eder oder so mit demselben rumreiten, das ist schon gut. Aber es sind aber noch junge Reiter auch dabei aus Österreich, wie zum Beispiel eine Stefanie Bistern. Kommt da jetzt ein persönlicher Kontakt auch unter den Teammitgliedern? Ja, also zuvor hatten wir sehr wenig Kontakt, aber man lernt sich langsam kennen. Und das größte Vorhaben für dieses Jahr, für die Bettina Heiden? Naja, mal schauen, wie es kommt. Das kann man nie voraussagen, wie die Pferde laufen. Selbst ist man auch nicht immer gleich drauf. Mal schauen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Jüngste im Fixkraft-Team stapelt irrsinnig tief, denn sie weiß, je schneller es nach oben geht, umso schneller geht es wieder nach unten. Sie möchte einen fundierten Weg, einen reellen Weg nach oben machen und ich glaube, mit der Unterstützung von Fixkraft wird es auch eine Bettina Heiden an die Spitze schaffen.